Und damit hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Far Cry 3 Blood Dragon Let's Plays, wo wir gerade hier dabei sind, dass wir in dieser Mission hier noch zu Ende looten wollten und gerade den Ausgang nehmen sollen. Ich persönlich noch nicht glaube, dass wir dann schon fertig sind, aber vielleicht doch, weiß es noch nicht, dass wir also mit der Mission fertig sind. Bis jetzt habe ich ja eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Missionen nicht immer gleich beendet sind. So, fertig mit Looten und weiter geht's. Die Aussage war übrigens, nimm den Ausgang, wie ihr seht, und nicht vorbei. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Wie war das? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Wissen ist Macht. Und dann kommt immer der dumme Spruch, wenn für die Leute, die es nicht ernst nehmen und nichts wissen, macht es auch nichts. Das finde ich immer einen dummen Spruch. Ein Fehlschuss und sie lassen meine Geschöpfe frei. Die Rennzombies. Okay. Sie schießt auf die Container und führt die Rennzombies zur Omega Force. Sie sind nicht sehr wählerisch. Warum hast du das jetzt gesagt? Also ihr habt es gehört, die Rennzombies, die laufen auch auf die Omega-Force-Leute drauf. Ich würde versuchen, trotzdem zu vermeiden, viele aufzumachen. Glauben Sie, mein Tod würde irgendwas ändern? Das Projekt läuft jetzt vollautomatisch. Sloan hat genug aerosoliertes Blut und Raketen, um die ganze Welt zu infizieren. Doc, Sloan hat alles, was er braucht, um diese Raketen abzufeuern. Ich komme mit einem Heli zu Ihnen. Was mit einem Heli? Warten Sie nur ab, bis mein Krakenmann funktioniert. Warum lacht ihr, Narren? Das war jetzt gerade übrigens sehr knapp. Ich habe mich wieder mal Ewigkeiten vorbeigeschossen. Was heißt Ewigkeiten? Ich habe vorbeigeschossen. Neue Fähigkeit, internes Gyroskop. Wie fühlt es sich an, veraltet zu sein, Sergeant Coles? Mich besiegen Sie nicht, die Neandertaler. Und ihr seht, ich bin schon die ganze Zeit fleißig mit Looten beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man das hier abkürzen kann, wenn man nicht lootet. Ich halte das einfach so, wie ich es immer halte. Es wird gelootet, solange wie es... Schütte mir dein Herz aus. Wie ich es als sinnvoll ansehe. Oh. Ich bin der ultimative Cyborg. Das wäre gerade fast schief gegangen, weil ich zu viel looten wollte. Kannst du hier schon ran? Ja, kann ich. Weg. Auch wenn ich da kurz Schaden bekommen habe. Ups. Und ich glaube, hier ist ein unendlicher Spawn. Das kommt mir zumindest nach unendlich vor. Aber ich kann so schnell halt nicht looten. Das zerreißt einem das Herz, was? So. Ja, der Spawn ist endlich, das heißt. Ich höre jetzt hier gleich auf mit Looten. Oder ich muss das hier kaputt machen, damit der Spawn aufhört. Guck mal, ob sie jetzt direkt vor meiner Fresse spawnen. Nur ob sie dann wenigstens aufhören. Oder hinter meinen Rücken. Also bis jetzt ist nichts Neues gespawnt. Anscheinend muss man nur einmal den Alarm ausschalten. Aber egal, es hat gut Geld gebracht. So sind wir, glaube ich, eine Ebene höher, richtig? Ich liebe das. Ja, da hinten eine Ebene höher. Nach. Ach du Scheiße, hier sind überall auch noch Drachen. Das sehe ich ja jetzt erst, dass das Drachen sind, die man hier freilassen kann. Gut. Und ein großer Spawn. Also, dass ich hier gerade nichts freilasse, ist pures Glück. Ich nehme jetzt mal den einen da hinten fix. So. Das war schön laut. Hier sind die Viecher. Das war knapp, dass ich hier keinen getötet habe, keinen freigelassen habe. So, alles looten.
Das Looten ist ein bisschen lästig, finde ich. Da man wirklich auch sehr viel lootet in diesem Spiel. Das macht am Anfang Spaß, auch weil es am Anfang halt immer wieder witzig ist, die Animation zu sehen. Aber so nach Zeitraum X, da merkt man dann irgendwann so, ja, ach, ich weiß nicht. Bist du halt hier ewig da, musst überall E drücken und erstmal, anstatt dass es irgendwie so ein Auto-Loot gibt oder so. Ich meine, ja, Munition hebt doch von alleine auf. Aber man braucht ja das Geld für die Waffen-Upgrades und das ist ein bisschen schade. Ist jetzt für mich kein Weltuntergang, aber schade. So. Komm, schütte mir dein Herz aus. Da hinten wollen wir als nächstes hin. Und so. Hat auch eine Scheibe dazwischen? Die Nerds haben Kampfgeist. Die nicht zu Carlyle gehören. Ja. Da war doch eine Scheibe dazwischen. Verdonner! Ich merke immer, dass ich viel zu viele Sachen auf einmal mache. Loot, kämpfen, mich heilen wollen, looten wollen und so weiter und so fort. Ah ja, wir haben mal wieder was Großes. Sie sind eine Cyberratte in meinem Cyberlabyrinth. Ich habe schon wieder gesehen, dass da was Großes kommt. Wie wir einmal Muni auffüllen. Können wir eigentlich noch Waffen-Upgrades holen? Nee, wenn dann nur hierfür, richtig? Na, Halbautomatik-Upgrades, das holen wir uns mal. Für das nächste habe ich eh noch nicht genug Kohle, aber ist schon mal ein bisschen was. Und hier mache ich mir jetzt. Aufzug entdeckt. Er kann die Schwerkraft umkehren und sie nach oben katapultieren. Wissenschaftler. Sorgen. Dass hier bestimmte Gegner sind und die Sorge war gerechtfertigt. Ah ja, okay, wir fangen einfach direkt mal an drauf zu ballern. Hier, komm her, mein Guter. Zeig deinen Bauch. Du wirst mir deinen Bauch zeigen. Ich muss dich mal kurz laufen. Wenn er die Blutdrachen nicht mit Cyberherzen ablenkt, werden sie ihn lebendig grillen. Ah, ich töte die schon. Okay, ich muss noch ein Stückchen. Ja, also das war dann doch etwas zu optimistisch von mir gedacht. Aber ich dachte mir das schon, dass es vielleicht so nicht wird, nichts wird. Sergeant Rex Powercold. Ist der Krakenmann bereit? Lass den Krakenmann los! Los, komm, zeig deinen Bauch! Nicht ausführbar. Der Labortürmechanismus ist defekt. So, Nummer 1 haben wir. Heilen. So, du bist dran. Das Schöne ist, dass es halt wirklich so ist, dass man, wenn man den Bauch anschießt, das doch recht einfach ist am Ende. So, haben wir. Waffe wechseln. Waffe zu wechseln, los. Mann, Mann, Mann. Und nochmal schießen hier bitte. Okay, haben wir geschafft. Ich konnte mir schon denken, dass hier noch sowas Schweres jetzt kommen wird. Aber, ja komm, zwei Versuche, das ist vollkommen legitim. Und zweiten Versuch geschafft. Beim ersten stand ich glaube ich einfach zu lange rum und hatte gehofft, dass der Drache irgendwie mal seinen Bauch zeigt. Was dann halt nicht geklappt hat. Und es war, glaube ich, jetzt die erste richtige Arena, die wir in diesem Spiel hatten.
Far Cry Blood Dragon. Ich glaube, wir hatten noch keine richtige... Also wir haben öfters so Räume, wie bei Doom ist ja klar, wo du halt irgendwie Gegner töten musst. Das ist halt ein Shooter. Da brauchst du jetzt nicht an dieser Mechanik rumkritisieren. Aber das war jetzt hier, glaube ich, die erste richtige Arena, in der wir einfach reingeworfen wurden, wo Gegner waren und dann gesagt wurde, ist hier, töte mal. Und das am Ende aber trotzdem schaffbar gestaltet wurde. Da habe ich noch was zum Looten gesehen. Jetzt nehmen wir noch die zwei anderen hier und dann laufen wir schon rein dort. Hier rechts. Gleich rein. Jetzt hinter mir. Jetzt wieder rechts. Ach, da ist ja noch was zum Looten. Ich kann doch nicht irgendwas liegen lassen. Ihr kennt mich doch. So. Was ist denn mit dir hier? Ah ja, rumgebacken. So, den hier noch. Oh, ich bin nicht der Meinung, dass das einen Ausgang hier darstellt. Oder? Doch, die Mission ist abgeschlossen. Sind Sie da? Ein Spitzenplan, Doc. Ich würde Sie ungern verlieren. Ich meine, einen feinen Soldaten wie Sie. Missionsziel erreicht. Zu diesen Koordinaten. Ich rede nicht mit Psychos. Ich töte sie. Erfolg. Beschwörung der Plage. Das ist unsere nächste Mission. Und da müssen wir dahin. Alles klar. Das machen wir auch direkt jetzt hier für euch weiter. Ich mache eine kurze Aufnahmepause. Ja, sage wie immer bis gleich. Ja, und damit geht es für euch direkt im Anschluss weiter, wo wir jetzt hier uns weiter mit der Story beschäftigen wollen. Wir kaufen uns einmal hier Munition, brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Was können wir uns nicht leisten? Alles klar. Dann geht es direkt mit der Story weiter. Da unten müssen wir hin. Oben sind wir, dann teleportieren wir uns hier hin, komm. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Ihr kennt das Prozedere, ja? Jetzt dahin. So. Und wir haben noch, laut Statistik, haben wir noch, wo haben wir es da? Datenkonten? Fortschritt. Noch zwei Missionen vor uns, das heißt heute die vorletzte Mission starten wir. Mal schauen, wie lange die wird. Ist hier irgendwo ein Auto in der Nähe? Dort hinten. Mal schauen, wie lange sie wird und ich denke auch, dass wir tatsächlich nicht mehr viele Folgen jetzt in Far Cry 3 Blood Dragon hinlegen werden. Vielleicht irgendwie noch 3, 4 oder so. Dann wird es, denke ich, auch schon aufhören. Aber es bleibt bis jetzt trotzdem der Far Cry Teil, der mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat. Aufgrund dessen, dass das Ballern hier am meisten Spaß macht, weil es nicht so schwer ist, aber gut, es liegt noch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad, aber es hat mir halt am meisten Spaß bis jetzt gemacht. Ja. Ich glaube rechts rum. Ja. Und ich finde auch immer noch dafür, dass das einfach so ein nebenbei irgendwie mal hier rausgerotztes Addon ist, was eigentlich auch noch was Standalone ist. Bereit. Was wissen Sie über diesen Ort? Sich nur den Würdigen. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert, was mich vermuten lässt, dass es ein Lake-Knoten ist und daher ein hohes Energiepotenzial besitzt, wenn man an Lockyers Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Welche Art Tod? Die tödliche Art. Okay, dann gehen wir mal rein. Ein Portal in eine andere Welt. Kein Zurück. Du bist im Begriff, die Open-World-Umgebung zu verlassen. Du kannst nicht zu uns zurückkehren oder den Abenteuer bis Sloan... Was? Bis du Sloan in den Arsch getreten hast. Das ist die letzte Chance, es dir noch einmal zu überlegen. Alles klar. Wir gehen in das Ende hinein. Jene, die das Labyrinth des Blutes überleben, sind des Preises würdig. Wo ist meine Ausrüstung? Unbekannt. Sei bereit für den Kampf! Ja, es ist eigentlich nur blöd, weil wir keine Ausrüstung haben.
hier vorne immer noch die Schlange vor mir rumrennt. Okay. Neue Waffe geortet. Nicht schneller laufen? Nein. Die Schlange hat mich in Ruhe gelassen. Ich habe ja schon wieder so eine Art Vermutung. Ich dachte, dass das die vorletzte und nicht die letzte Mission ist. Zombies laufen aus. Den Rennzombies in den Kopf schießen. Hey, ich weiß, wie das geht. Okay, hier wird dann nochmal richtig Aiming mit mir geübt, wie ihr seht. Ja, komm. Und hier sieht man jetzt übrigens, wo ich dann sage, hier hört mein Skill für für Shooter auf. Das ist nicht mehr das Niveau, wo ich gut drinne bin. Hier denke ich eindeutig, auch ohne, dass ich das sage, mitbekomme. Wir können sie auch Takedown. Das hier immer? Ah ja. Oh, okay, dann halt machen wir es so, ne? Ich meine, Takedown ist Takedown. Mir soll es egal sein. Ich muss nachladen und mich heilen. So, wo bist du? Da. So, haben wir. Hier schlägst du dich gut. Doch das ist erst der Anfang. Sei bereit. Ich habe einen Ausgang entdeckt. Okay. Dann gehen wir mal raus. Also ich muss sagen, das war jetzt zwar ein Arena-Fight, aber der hat noch Spaß gemacht. Ich vermute jetzt, dass wir mit jeder Waffe jetzt hier einen Arena-Fight machen müssen. Das, naja, mal schauen, wie spaßig das wird. Ich möchte es noch nicht als schlecht hinstellen. Ja, das war klar. Komm. Okay, erstmal heilen. Das sind ein paar viele und ihr merkt auch, dass ich mit der Schrot nicht unbedingt talentiert bin. Okay, lad sie mal bitte vollständig nach. Ist nicht das erste Mal, dass ich die töte. Und hoffentlich auch nicht das letzte. Ja, so heil dich hoch, komm, Zeit haben wir. Na los! Och, diese Waffe. So, jetzt hier in Ruhe nach. Geht immer noch nicht. Ah, ihr seht, denke ich, Schrot ist nicht meins. Aber das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht ständig wiederholen. Dass ich kein Talent für eine Schrotflinte habe. Können wir hier auch ganz normale Takedowns machen? Wieder können wir nicht. Okay, wir heilen uns und laufen dabei weg. Weiter heilen, 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 heilen. Diese Feuerviecher sind das größte Problem, was ich momentan habe. Waffe leer. Wir können ja sprinten beim Nachladen, das habe ich ja geskillt. War ja was. Im Sinne nicht. So, dass sie reparieren. So. Okay, ihr habt gesehen, warum ich nie mit einer Schrot spiele. Und ich sag mal, ob wir diese
Zombie-Masse hier schaffen. Das erfahrt ihr in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal soweit jetzt fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit ö.